Er sieht aus wie ein Ferrari, kommt aber aus der niederbayerischen Provinz, der Glas GT. Uwe Gusen ist einer der wenigen, die sich noch für die Marke Glas interessieren, denn die rast mit Vollgas in die Vergessenheit. Wer einen kaufen will, sollte sich beeilen und auskennen. Italienisches Design, starker Motor, sportliches Fahrwerk. Der Glas GT hat das Zeug zum Bestseller, doch bremst ihn seine ländliche Herkunft. Hans Glas baut im bayerischen Dingolfing erst Landmaschinen, dann den Kleinwagen Goggomobil. So fährt der Glas GT immer im Windschatten der Provinz und bleibt ewig der Porsche aus Niederbayern. 20.000 bis 30.000 Euro kostet ein gut erhaltener Glas GT. Wenn man sich ein Glas kaufen möchte, sollte man darauf achten, dass auf jeden Fall die Karosserie in Ordnung ist, weil das sonst sehr teuer wird. Lackierung und auch die Blecharbeiten kosten sehr viel Geld. Die Technik ist relativ unproblematisch. Es gibt es auch einfach zu kaufen. Über den Club und andere Stellen bekommt man noch die Technik. Überhaupt kein Thema. Aber die Karosserie ist das A und O beim Glas. Der Glas GT sieht schnell aus und fährt sich auch so. Er ist Anfang der 60er Jahre einer der wenigen deutschen Sportwagen. Also das ist schon ein echter Sportwagen. Er hat wirklich gibt einem das Gefühl wieder, dass du auf der Straße mit dem Wagen verbunden bist. In den Kurven liegt er sehr, sehr gut. Bei dem GT-Motor ist ein Sportmotor und er sollte auf jeden Fall erstmal warm gefahren werden. Und dann entsprechend macht er sehr viel Freude dabei. Der 13er GT hat entsprechend eine hohe Drehzahl. Das ist ein Kurzhuber und da kannst du ihn bis 6.500, 7.000 Umdrehungen hochdrehen. Dieser 17er GT erreicht seine Leistung schon bei 5.500 Umdrehungen und dementsprechend darf man ihn nicht so hochdrehen. Aber er hat ein wesentlich besseres Drehmoment und ich persönlich fahre den 17er GT wesentlich lieber, weil er die Leistung von unten herausbringt. Der Wagen wurde 1963 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Er wurde von Pietro Fuhr in Italien karosseriert und dann in Dingolfing in Bayern zusammengebaut. Diese Hutze gibt dann eine sportliche Linie, die dem Wagen jetzt also sehr gut steht. Wir sehen dann auch noch hier vorne die Stoßstangen. Auch die Stoßstangen mussten individuell bei jedem Fahrzeug angepasst werden, genauso wie die Türen, weil die Karosserie war eigentlich im Endeffekt eine Einzelfertigung von jedem Wagen und dementsprechend waren auch die Türen nummeriert und auch die Stoßstangen. Ganz besonders toll finde ich die Linienführung. Dieses geschwungene, nach unten gleitende Heck hier entsprechend gibt dem Wagen eine ganz sportliche Note. Und endet mit zwei schönen Rückleuchten auf jeder Seite, die den italienischen Stil besonders gut ausprägen. Das Schöne am Innenraum ist das klassische italienische Armaturenbrett. Besonders schön ist auch das Lenkrad. Es liegt sehr gut in der Hand und mit seinen drei Speichen sieht es sehr gut aus. Und ich brauche mir kein anderes Sportlenkrad mehr für kaufen. Der Wagen hat einen ganz besonderen Motor. Es handelt sich um einen Vierzylinder-Motor mit Zahnriemenantrieb und oben liegender Nockenwelle. Der Zahnriemenantrieb wurde 1961 als erstes bei einem Glas 04 eingebaut und war weltweit praktisch der erste serienmäßige Motor mit diesem Antrieb hier entsprechend. Es gibt sie hier jetzt hier als 1700er GT oder anders auch als 13er GT. Der Unterschied ist, das ist ein Langhubermotor und der 13er GT ist ein Kurzhubermotor. Der hat 100 PS und der 13er hat 85 PS. Aber ausgerechnet heute, wo Uwe einige hundert Kilometer mit dem Glas fahren will, bringt der GT die Leistung weder von unten noch von oben heraus. Ja, nachdem der Wagen jetzt länger Zeit in der Lackiererei gestanden hat, stelle ich fest, dass er nicht so gut läuft, wie ich es eigentlich sonst gewohnt bin. Ich glaube, ich muss mal nachschauen lassen, was der Grund ist, warum er nicht so zieht. Also ich vermute, das könnte eventuell am Vergaser liegen, vielleicht auch an der Zündung. Wir müssen schauen. Da frage ich unser Clubmitglied Walter, ob er mir da vielleicht mal helfen kann. Mit dem schönen Coupé geht es jetzt zum Mechaniker Walter. Jetzt langsam zurück. Geht schon zurück. Geht schon. Okay.
Also, okay. Stopp. Servus, Walter. Du, irgendwas stimmt hier nicht am Motor. Der zieht nicht richtig. Kannst du mal schauen, was das sein könnte? Ja, schauen wir noch. Machen wir die Haube bitte auf. Ja. Ja, das Problem ist hauptsächlich am Zündverteiler. Durch die Abnutzung vom Unterbrecher und so weiter nützt sich das ab und dann muss das nachjustiert werden. Und dann stimmt der Zündzeitpunkt wieder, nach oder wieder seine volle Leistung. Siehst du, da unten sitzt die Verteilerkappe. Die müssen wir jetzt abnehmen. Ja. Die schaut da recht gut aus. Und da drin, siehst du, da sitzt der Unterbrecher. Ja. Und den müssen wir jetzt dadurch, dass wir mit dem Schraubzeiger lösen und dann mit der Leere das kontrollieren, nachjustieren. Siehst du, da ist der Verteiler, da haben wir den Amboss. Und da verstehen wir das jetzt, indem man da mit dem Schraubzeiger die Schraube löst. Und dann praktisch das da entweder vor- oder zurückbewegt. Und dann mit der 04er Leere das Saugen da hindurchzieht. Wenn das der Fall ist, dann passt es. Ja, siehst du, klar, ein bisschen muss man es nachstellen. Okay, stellen wir nach. Okay, und da dann wieder festlegen, dass sich das nicht von der Laufe steht. Okay, haben wir festgelegt und jetzt stimmt der Zündzeitpunkt. Super. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es jetzt klappt. Auf alle Fälle. Also das war das erste Mal in die 40er, dass es nicht klappt. Okay, Verteilerkappe ist fertig, Ubi. Du kannst jetzt reingehen, tust bitte einen Gang raus und startst einmal. Okay. Dann machen wir das um und wenn das alles in Ordnung ist, dann haben wir wieder Glück gehabt. Okay. Er ist ein bisschen raubbahner da, gell? Das wird ein BMW, aber es ist in Ordnung. Okay. Der ist immer so raub. Ja, der hat Schmackes. Ja, ich bin zufrieden mit der Leistung, weil er das Gas schön annimmt und er wird jetzt die Leistung wieder zahlen. Ich werde zufrieden sein, der Uwe. Und Uwe ist zufrieden. Der Zündfunke springt wieder im richtigen Moment über. Der Glas hängt wieder am Gas. Endlich kann Uwe nach Dingolfing fahren, ins Glasmuseum. Der Wagen läuft jetzt fantastisch. Also kleine Ursache, große Wirkung. Ich bin zufrieden und er fährt wie immer spritzig und gut, nimmt das Gas gut an. Und ich kann beschleunigen und es macht richtig Spaß. Der GT ist nicht nur ein Spaßauto, sondern auch sehr zuverlässig. Früher ist Uwe mit dem Glas jeden Tag ins Büro gefahren. Dabei musste er nur wenig am Auto schrauben. Also bei dem Auto ein bisschen problematisch ist der Zahnriemen und der Ventiltrieb. Wenn das Auto aber gut gewartet ist, dann hat man auch damit keine Probleme. Der Zahnriemen hält in der Regel bei den alten Autos 30.000 Kilometer. Sie gibt es in neuer Produktion heutzutage und die sind dann also auch schon sehr gut verträglich, dass wir sie also ohne Probleme fahren können. Die Schaltung bei dem Fahrzeug ist ein bisschen hakelig. Ansonsten die Lenkung muss das Spiel entsprechend nachgestellt werden. Die Fahrzeuge haben immerhin mittlerweile eine hohe Laufleistung. Und dann sollte man einfach darauf achten, dass das Lenkungsspiel immer nachgestellt wird. Sonne, freie Straßen, schöne Kurven. Heute ist Glastag für Uwe. Am liebsten fahre ich mit dem Auto natürlich auf der Landstraße, weil durch die Kurven macht es sehr viel Spaß, etwas sportlicher durchzufahren. Die Beschleunigung von dem Auto ist sehr gut. Er beschleunigt von 0 auf 100 um die 10 Sekunden, der 17er GT. Und das ist für die Zeit wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Die Höchstgeschwindigkeit bei dem Wagen liegt bei 186 Spitze. Für einen Wagen Baujahr 65 war das schon eine enorme Leistung. Der GT ist schon sehr langstreckentauglich, worauf man achten muss. Die Glasflächen, die hier sehr schön sind, heizen sich aber auf. Und dementsprechend muss man schon oft mit offenem Fenster fahren. Aber wir selbst fahren mit dem Auto teilweise bis nach Le Mans. Das sind 1000 Kilometer auf 2 Stops insgesamt. Und da ist es also kein Problem, mit dem Auto zu fahren.